So, beim Industriegarten 4.0. Ich mache eine Mini-Bildschirmpause gleich zu Beginn des Videos. Ich weiß, das ist komisch, aber wir machen jetzt eine traumhafte Strecke. Da müsst ihr mich nicht sehen, aber Matthias seht ihr, den Studiogründer. Und werden wir gleich mit dem LKW den Fluss entlang fahren und uns schlängeln. Toller Ausblick, schönste Strecke bislang, die wir bislang gebaut hatten. Beantwortet Matthias ein paar Fragen aus dem Twitch-Chat, vielleicht auch für YouTube interessant. Und ich bin in 3 Minuten wieder für die YouTube-Leute da und ihr bekommt Ausblick und Antworten. So, Lothringen fragt nochmal nach dem Schweizer Bankkonto für WB. Ja, könnten wir noch einbauen. Vielleicht explizit für WB nochmal zusätzlich bei den Loans. Ne, könnte man noch mit einbauen. Ob wir zufrieden sind mit dem Zustand des Spiels zu Beginn vom Early Access oder ob wir uns mehr vorgenommen haben. Das ist natürlich jetzt, geht schon sehr ins Detail und ist eine taffe Frage. Also ich glaube, insgesamt sind wir schon sehr zufrieden mit dem, was da ist. Wir haben, glaube ich, eine unglaubliche Spieltiefe. Und du kannst auch jetzt schon zum Early Access quasi mit dem Content, den wir mitliefern, kannst du Stunden verbringen. Ich meine, wir sind jetzt schon was 2-3 Stunden mit WB am Spielen und das ist noch nicht ansatzweise die auch nur ein Teil der Karte vollgebaut. Also da sind wir auf jeden Fall zufrieden mit dem, was wir anbieten können. Aber ich glaube, wir sind selbstkritisch genug, dass wir natürlich an jeder Ecke kleine Stellen finden, wo wir sagen, da hätten wir schon ganz gerne noch ein bisschen was gemacht. Und deswegen freuen wir uns aber jetzt auch auf die Early Access Phase, um da mit euch zusammen noch zu arbeiten und das Ganze weiterzuentwickeln und auszubauen. Ob eine Feuerwehr kommen wird? Also du meinst quasi so normale Gebäude wie Feuerwehr, Polizei etc. Aktuell noch nicht. Wir wollen auf jeden Fall halt den Fokus jetzt gerade auf der Produktion, auf den Produktionsketten, auf der Industrie lassen und genau da mit der Komplexität auf jeden Fall genügend anbieten. Cockpit-Ansicht, die Hügel auf und ab. Ja. Sehe schon, Cockpit-Ansicht wurde jetzt schon öfter gewünscht. Ich nehme das mal mit. Mal schauen, was wir daraus machen können. Die Early Access Phase wird gefragt, wie lange die gehen soll. Ziemlich genau 1 Jahr. Also wir planen jetzt aktuell mit 1 Jahr und ich sage aber auch gleich wieder dazu, wir werden natürlich zum 1.0 Release das Projekt dann nicht stiefmütterlich behandeln oder links liegen lassen. Aber genau dieses 1 Jahr, so dieser klassische Early Access, wo wir intensiv mit euch zusammenarbeiten wollen, um das weiterzuentwickeln. Und genau, dann schauen wir mal, was dann die Zukunft bringt ab der 1.0. Wann genau der EA startet, also genau, soon TM quasi. Ob es Events und Krisen gibt, ja, auf jeden Fall. Wir haben die gerade mal rausgenommen für die Demo und auch gerade in WBs Version noch. Es ist noch nicht ganz klar, ob sie zum Early Access jetzt schon wieder mit reinkommen. Wir wollen da auf jeden Fall sicher gehen, dass die ganzen Random Events, wie wir sie nennen, nicht zu viel, also schon eine gewisse Unruhe reinbringen, aber auch nicht zu viel. Und da wollen wir einfach ein bisschen vorsichtig arbeiten, nicht, dass wir dann euch allen das Spielerlebnis kaputt machen, weil ein Random Event nicht vernünftig gebalanced ist. Also genau, wollen wir uns einfach die Zeit nehmen, dass das dann auch richtig gut funktioniert. Schade, dass ich diese traumhafte Fahrt gerade verpasst habe und auch deine Antworten. Aber immerhin auf YouTube und Twitch sind alle Antworten gegeben worden und die Fahrt habt ihr auch gesehen. Ich würde gerne noch ein bisschen, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, Matthias, unsere Transportketten mal gucken, noch alle mal durchgehen, kurz checken, ob wir die abrunden müssten oder ob alles funktioniert. Hier fahren wir einmal jetzt zurück. Es sind auch viele Leute später dazugekommen auf Twitch, auf YouTube dagegen, wisst ihr, Playlist oben in der Ecke. Da habt ihr nichts verpassen können. Wir haben 3 Sachen, die wir beliefern können in 3 Städten. Statt Gigabulle hier vorne. Über das Symbol kann man sich die Städte anzeigen lassen. Die Stadt ist mittlerweile so sehr gewachsen durch unsere Belieferung, dass weitere Waren nachgefragt werden. Holzwerkzeuge, Holzspäne hatten wir schon. Unverpacktes Gemüse hatten wir geliefert. Textilbekleidung ebenfalls. Schuhe neu. Und die können wir sogar in der Textilfabrik um die Ecke produzieren lassen. Das geht also echt zügig hier. Schwarzburg hat immer noch die Ausgangsmaterialien. Nur 1 liefern wir. Entfernungen sind auch größer. Und hier in Torstadt Entfernung auch etwas größer.
Ich würde sagen, damit wir uns noch ein bisschen zetteln und das Geld fließt, das wäre erstmal die größte Stadt und die, bei der wir auch die kürzesten Transportwege haben. Nämlich die Stadt in der Kartenmitte, dass wir die mal ein bisschen pimpen und ausbauen und dann, wenn der Rubel rollt, auch den Rest der Welt ein bisschen anschließen halt. Noch kurz nochmal der Check, Matthias. Wir gehen mal die Liste rein, alle unserer Geschäfte und aller unserer Industrien. Die Farmen sind ausgelastet. Leichtindustrie, mal kurz nachdenken. Haben wir alles, wir Transient? Es ist alles da. Wir könnten höchstens eine Sache noch machen, dass wir mit der Textilfabrik hier unten auch die hier vorne noch mit beliefern. Glaubst du, dass es einen Plus macht, wenn man von der Textilfabrik hier oben die Stadt hier unten beliefert und eventuell die auf der anderen Seite, wenn die Struktur schon da ist? Also nachdem du ja gerade eigentlich deine Textilfabrik schon auslastest mit dem, was dein Gigapool-City möchte, wird es sich eher anbieten, eine komplette Produktionslinie nochmal woanders aufzusetzen. Weil du würdest ja jetzt nur Ertrag wegnehmen, oder? Ja, wir können natürlich die wir machen erstmal den ersten Schritt und sorgen dafür, dass hier die neuen Waren auch hinkommen in die Stadt, die wir auch in der Textilfabrik herstellen können, sprich die Schuhe. Damit fangen wir mal an, dass wir die mal hier hinliefern. Das heißt, wir gehen in die Textilfabrik rüber und schauen, was man für Schuhe braucht. Die eine Produktionslinie zu kaufen, wir gucken einfach mal, wenn wir die editieren würden und auf Schuhe... Nee, ich bin im Falschen, Entschuldigung. Das ist die Farm. Das hier unten ist die Fabrik. Hier müssen wir gucken gehen. Und wenn wir die editieren würden, kann man die nicht live editieren? Das Produkt hier wechseln? Nee, ne? Doch, du kannst es, wenn du es quasi mit X rauslöscht. Also solange du es nicht akzeptierst, die Änderungen, passiert ja nichts. Klar. Genau. Solange ich hier oben rechts nicht draufklicke, ist alles nur genau, vorbereitet. Genau, macht er weiter wie bisher. Genau. Dann schauen wir uns einmal die Schuhe an. Und bei den Schuhen würden wir verbrauchen Gummi, das wir noch nicht haben, und Leder. Und daraus werden dann Schuhe gemacht. Wir müssen also eine Lederquelle finden und eine Gummiquelle. Dann würde ich doch sagen, wir beliefern erstmal alle Städte mit dem, was wir schon haben. Würde ich im ersten Schritt, finde ich einfach eigentlich cooler hier. Das heißt, die Sachen, die wir hier vorne ist eine Farm, wisst ihr was, die Stadt wird schnell expandieren. Hier ist Farmgelände, schaut mal hier oben. Ich gehe mal in die Konstruktion rein und demonstriere euch das mal am Beispiel von Industrien und von den Landwirtschaftsgeschichten. Hier ist ein landwirtschaftliches Feld, das ist direkt um die Ecke zu der Stadt hier. Da eine Farm hin. Hier vorne haben wir, glaube ich, auch Leichtindustrie irgendwo stehen. Nee, Leichtindustrie haben wir, glaube ich, keine. Lebensmittelverarbeitung ist Leichtindustrie. Ah, das wiederum ginge erst wieder hier. Das heißt, wir müssten von hier nach dort transportieren und dann in die Stadt. Oder wir sagen, wir bauen das hier weiter aus, nutzen die Fabrik und bringen alles runter. Ich glaube, das ist vernünftiger. Matze, oder? Ja, würde ich auch behaupten. Das heißt, wir machen eine Versorgung da unten hin noch. Dafür brauchen wir nochmal, checken wir mal, wie viel wir hier unten brauchen. Wie viel Nachfrage da ist nach Textilien. Und die Nachfrage beträgt 1800 Textilbekleidung. Das heißt, wir bräuchten das Doppelte an Baumwolle, 3600 Baumwolle, zumindest ein Teil davon. Wir könnten 1500 Textilien liefern und 3000 Baumwolle dafür oben herstellen. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Mhm, genau. Gehen wir einmal hier hin. Was wir auch machen könnten, fällt mir gerade siebenteils auf. Wir könnten aus ökonomischen Gründen Globalisierung nachspielen und Waren ohne Sinn und Verstand von einer der Welt in die andere bringen, nur weil wir damit Geld verdienen und Kosten sparen. Wir spielen Globalisierung nach in der schlimmsten Weise. Wir machen völlig unnütz Waren hin und her transportieren, um damit Geld zu sparen. Wir machen LKW-Strecken, die beidseitig immer ausgelastet sind. Wir machen hier vorne die Agrarfläche hin, bringen von hier aus in die Textilfabrik hier oben die Baumwolle hin, fahren dann hier unten rein, liefern das hier ab
Und hier vorne haben wir das LKW-Depot mit immer gestartet haben. Da fährt die Strecke rein und hier beginnt sie wieder. Da haben wir nur ein ganz kleines Stück, wo die nicht ausgelastet sind. Und die müssen ja sowieso die lange Strecke fahren, von der Textilfabrik hier runter. Was würdest du davon halten? Klingt mir nach einem sehr fortgeschrittenen Plan. Ich frage kurz den Chat. Ist das moralisch verkommen? Ist das okay? Daumen hoch, Daumen runter? Ist das tatsächlich ökonomischer oder wäre es ökonomischer hier oben? Also hierhin, hierhin, dann hier unten runter, dann die Strecke zurück ins LKW-Depot, dann wieder hier rein. Ist beides etwa gleich aufwendig, ne? Ob es Elektro-WGs, LKWs sind, fragt Burton Burger. Träum weiter! Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Gerade 1950 noch die schönen Schadstoffe ausstoßen, natürlich. Na genau, ich habe zu kompliziert gedacht. Wir machen es einfach so, wie wir es haben. Wir bauen hier zwei neue Produktionslinien. Wie geht das nochmal? Wenn du noch weitere Produktionslinien möchtest, dann müsstest du jetzt eine quasi weitere Farm bauen. Also drei ist das Maximum aktuell, das heißt, du müsstest jetzt eine neue Farm platzieren. Mhm. Wie schröcklich. Noch mehr Platzverschwendung. Macht es trotzdem Sinn? Ja, wir machen es trotzdem. Hier eine neue Farm hin, eine zweite. Weißt du was? Wir haben späte Stunde. Ob es ökologisch, ökonomisch ist, ja oder nein, wir machen das mit Zügen. Wir bauen eine zweite Farm und machen eine Zugverbindung und transportieren die Sachen da rechts und da links. Damit ihr mal seht, wie Züge funktionieren. Ist euch das recht? Sollen wir einmal mit Zügen arbeiten hier? Sollen wir das machen? Ja? Eine Farm bauen? Ja, Chat freut sich. Einmal für den Chat auf Twitch und für die YouTube-Leute einmal mit. Und beim nächsten Stream, den machen wir kommenden Donnerstag, machen wir eine neue Map, eine größere Map und dann ein bisschen planvoller als heute. Wir könnten auf der kurzen Entfernung die Baumwolle per LKW bringen, aber von hier aus in der Textilfabrik alles mit Zügen verteilen. So rum würde ich es gerne machen. Mhm. Einmal hier vorne rein, Straßenverbindung hier hin. Also wenn das so wenig Felder sind, die man bauen muss, könnte man die hier noch viel enger bauen. Das wusste ich gar nicht. Hätte ich nicht ganz so viel Platz gelassen. Einmal bauen, bitte. Einmal Baumwolle. Eine Produktionslinie dafür. Ich hatte gehofft, es passt hier noch hin. Da habe ich mich leider verguckt. Aber ich kann hier hinbauen, andere Seite. Fünf gebaut oder waren es sechs? Fünf, ne? Produktion hinzufügen. Genau. Einmal bitte auf Baumwolle. Nochmal, und wir wollten 1500 hier produzieren. Das heißt, wir gehen aufs Maximum. Dann haben wir noch eine zweite Produktionslinie. Das läuft jetzt schon, ne? Einmal kurz bestätigen. Zweite Produktionslinie. Fünf weitere Felder bitte platzieren. Baumwolle bitte. Produktion einmal hinzufügen, nochmal. Einmal auswählen, einmal auf maximale Produktionskapazität bestätigen. Und die zweite Fabrik hört dann noch auf den hübschen Namen. Weißenbach,
keine Ahnung. Bitte einen Namensvorschlag für einen Bauernhof. Für einen großen Bauernhof nur für Baumwolle. Kottenzentral. Natürlich nur. Oh Gott, ich schreibe schon wie ein Querdenker. Ich ganz schnell nochmal die Shift-Taste weg. Sorry, das war peinlich gerade hier. Einmal so. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Kottenzentral. Benannt nach einem österreichischen TV-Kommissar. Der hieß wirklich Kotten. Also so ähnlich. Schrieb sich ein bisschen anders. Das bauen wir zweimal, das ist okay. Und jetzt muss das noch abtransportiert werden. Das dauert ein Weilchen. Wir sind schon im falschen Quartal gelandet, ne? Ja, Produktion muss einmal durchlaufen und dann im nächsten Quartal haben wir das. Wir gehen auf etwas schneller, damit das funktioniert. Ich lasse es mal hastig durchlaufen. Und dann rüsten wir in der Textilfabrik dann gleich einmal Textilien nochmal ein. Wie viele Produktionslinien können wir hier machen? Auch nur eine? Auch nur eine, Matze? Du hast dich gemutet, ne? Nee, ich habe mich gemutet und mich unmuted, weil ich vorhin wussten musste. Auch drei aktuell. Auch nur drei? Dann hätte ich ja doch die Fabrik unten bauen müssen können. Das heißt, ich mache die ganze Zentralisierung und mache damit nur miese. Schande. Nein. Aber Züge, WB, Züge. Ja, die brauche ich jetzt auch, weil ich alles hin und her transportieren muss. Echt hier. Unfassbar. Du wolltest mich doch unterstützen. Nur, keine kommen. Du schmeißt mir Knüppel zwischen die Beine. Hör mal, ist das? Ich war eben mal für 3 Minuten vom Bildschirm weg. Habt ihr irgendwie Leute auf Twitch? Habt ihr ihn irgendwie geschmiert, den Matze? Habt ihr ihm irgendwas angeboten, damit er mich ja sabotiert? Unfassbar. Nein, nein, gar nicht. Nein, nein, nein. Nein. Deine Community ist ganz unschuldig. Im Chat wird gesagt, es gingen keine Züge, doch mit Textilfabriken gehen doch Züge, ne? Du müsstest den Umweg über das Logistikcenter machen. Ach stimmt, hattest du eben gesagt. Für den Umbau, ne? Wie funktioniert das nochmal genau mit dem Logistikzentrum? Genau. Also es ist ganz normal auch im Konstruktionsmenü. Mhm. Und dann aber unter dem dritten Tab, da wo dieses Lagersymbol ist. Genau. Ah. Da ist das Logistikzentrum und das hat jetzt Anschlüsse für Züge und LKWs. Das heißt, da könntest du natürlich, also wenn du es jetzt à la Amazon machen möchtest, kannst du natürlich ganz viele Waren reinliefern und dann von da wieder in die kleinen Städte oder in die kleinen Shops in den Städten liefern lassen. Da, ja, aber warum bräuchte ich das? Einiges möglich. Naja, also auf einer Karte, die so furchtbar verzweigt wäre, einer sehr großen Karte, die man ja vielleicht auch mal spielt, aber auf der kleinen? Weil ich brauche doch, weil hier vorne ist doch, ist hier vorne kein, kann ich hier eine Bahnlinie dran packen? Oder habe ich mich verbaut? Genau, also da generell kannst du an die Fabrik keine Bahnlinie dran bauen. Jetzt habe ich wir, genau, geben aktuell vor, welche Industrie welchen Anschluss bekommt. Okay, dann geht es nicht anders. Dann müssen wir einmal hier rüber. Einmal auf die andere Seite und dann machen wir einmal Eisenbahn quer durch die Gegend. Das wird ein Mordsakt hier. Straßenanschluss von oben, von unten. Boah, wie mache ich das denn? Rechts im Fall fährt die Bahn lang. Ich mache es einmal so. Ich hoffe, dass das geht so. Einmal hier hin. Einmal bauen lassen, bitte. Chat behauptet, wäre unschuldig. Gucken, ob es dabei bleibt. Mal schauen, wie wir das mit der Eisenbahn gleich machen. Und einmal kurz zu Ende bauen. Da ist es. Auch schön groß. Hier können wir auch Linien starten und die Lagerplätze entstehen ja automatisch oder muss man die machen? Genau, also du musst in dem Fall jetzt quasi dazu kaufen, was für Lagerplätze du haben möchtest, also welche Waren du lagern möchtest. Wir wollen Textilien lagern. Ja, und das ist aber höchstwahrscheinlich dann unter Konsumgüter, siehst du? Das müsste ich jetzt selber ausprobieren.
Wir testen das mal. Einmal Konsumgüter. Jetzt weiß ich ja, woran du meintest, mach lieber LKWWB, es lohnt sich nicht. Aber das ziehen wir jetzt durch. Einmal gekauft, das sind die Konsumgüter. Und dann müssen wir die erstmal hier produzieren. Da haben wir mittlerweile genug Baumwolle hier oben. In der Fabrik hier. Nee, einmal kurz das Jahr durchlaufen lassen. Hinter uns seht ihr den hier vorne, den Jahresdurchlauf. Jetzt können wir es machen. Und jetzt müsste eigentlich hier vorne in Cotton Central Baumwolle sein, oder? Ein halbes Jahr musst du noch warten. Er hat ja jetzt quasi zum Jahreswechsel erst die Produktion gestartet. Genau, in einem halben Jahr. Im schnellen Galopp durchlaufen lassen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Wir können schon mal die Routen legen. Wir legen einmal eine Eisenbahnverbindung. Also wir müssen eine Eisenverbindung runterbringen bis hier unten hin, um hier das Textilfabrik, das Textilgeschäft, das wir noch bauen müssen, zu beliefern. Genau, und du musst nochmal ein Logistikzentrum bauen. Oh nein, Matze, das China denkst du da nur aus, um mich zu schikanieren. Das ist doch nicht wirklich so. Nee, tatsächlich. Warum hast du nicht darauf bestanden, dass ich das nicht mache mit der Bahn? Du hast gesagt, mach's nicht, du hättest es mir viermal sagen müssen, nicht nur einmal. Das ist der totale Ruin für uns auf der kleinen Karte hier. Also echt Schande. Wir werden alle arm werden. Aber das hast du noch locker. Locker 7 Millionen Cash in der Dash. Oh Gott. Da schau mal, wie viel Plus du machst. Da muss ja jemand was dagegen tun. Ja, das macht so wirklich erfolgreich. Respekt. Ein kleines Stückchen außerhalb, sagen wir mal hier vorne so hin. Bisschen höher bitte. Oder mit Shift, kann man mit Shift angleichen, ne? Nee, aber du müsstest hier auch mit R und F quasi noch ein bisschen hoch und runter schieben können. Und er nimmt natürlich, also den Boden der Industrie platziert er oder planiert er natürlich. Dann mache ich ein bisschen weiter. Hier vielleicht. Einmal bauen, bitte. Dann brauchen wir hier wieder den Straßenanschluss. Das hier ist wahrscheinlich etwas gewagt. Ich versuch's mal. Doch, es geht. Kann man machen. Ist auch am einfachsten. Einmal hier runter. Also, es sieht nicht am einfachsten aus, aber wir machen das so. Und oben hin geht's mit Gleisen weiter. Dann bauen wir von hier aus die Gleise runter. Hier fährt alles rein, da unten wird verteilt. Durch den Ort durch. Mal gucken, ob das geht. Es geht, es ist ein bisschen brutal, ne? Das ist selbst für, selbst für meine Verhältnisse zu brutal. Das bringe ich nicht übers Herz. Wo ich gerade in zerstörerischer Laune bin, weil ich denke, naja, wenn man einen Entwickler einhätte, einem helfen, das ist also im Ernst, du musst mich vor meiner eigenen Dummheit entschlossener warnen. Also echt, Matze. Ich bin kein nachtragender Mensch, aber das behalte ich mir. Das behalte ich im Kopf, wirklich. Ich werde es mir merken. Du hast zu Beginn gesagt, ich soll dir nicht helfen. Du wolltest das alleine lösen. Ja, das sage ich so, dann musst du mir unauffällig helfen. Ich muss mein Gesicht wahren gegenüber dem Publikum. Kann man auch Tunnels bauen eigentlich? Natürlich. Ich mal gucken. Also wenn wir eh am Geld verschwenden sind, dann mache ich einmal Tunnelbau hier. Geht das hier? Also warst schon auf dem richtigen Weg mit nach unten. Es kann nur sein, dass du, ja, ist vielleicht nicht. Einmal Tunnel, so, ja. Einmal wieder hoch. Dann rund um die Stadt, hier oben lang. Ja, geht doch. Wenn Geld verschwenden, dann auch noch mehr. Also jetzt habe ich keine Hemmung mehr. Keine mehr. Einmal den Berg lang, bitte. Da geht das Ganze. Ich habe die ganze Zeit Micromanagement gemacht bei Centbeträgen teilweise.
und ich überlegt habe, welche Bahn, welche LKWs kaufe ich, in welche Züge, in welchen Abständen. Jetzt werden Millionen, Millionen hier rausgehauen. Es ist unfassbar. Hier wird Geld verbrannt im ganz großen Stil. Jetzt habe ich mich gerade noch verbaut, ist mir egal, das ziehe ich jetzt hier durch. Ich habe irgendwie, ich habe jedes Gefühl für Geld gerade verloren. Jetzt bauen wir hier die Straße lang, damit es hübsch aussieht. Brücke drüber. Wer kann, der wissen, kann. Oder? Ich habe keine Hemmung mehr. Genau. Einmal weiter, hier unten runter. Und jetzt muss ich auf die andere Seite der Straße und ich gehe mit einer zweiten Brücke rüber. Es ist mir völlig egal. Wir bauen Brücke um Brücke hier. Ich hab keinen Bock mehr. Wir bauen eine Brücke nach der anderen hier. Also ob der Stadtplaner oder Verkehrsplaner ein paar Eierlikör zu viel gesoffen hätte. Jetzt geht's hier rüber und hier hin. Und jetzt kreuze ich das noch, damit die ganze Zeit stehen bleiben müssen. Ohne Brücke. Zack. Ich habe keinen Bock mehr, im Ernst hier. Da ist die Strecke. So sieht es aus, wenn ich frustriert bin. An mir vorne hin. So, Logistik, dem Logistikzentrum müssen wir auch einen aussagekräftigen Namen geben. Und diesmal auch in Großbuchstaben. Und so, als ob man nicht von Sinnen wäre. Logistikzentrum. Das ist der Name unseres Logistikzentrums. Logik, Wahnsinn! So heißt unser Logistikzentrum. So, und jetzt, das ist alles im Prinzip okay. Und wir schreiben dickes Plus, unten links zu sehen, dickes Plus. Ah, über 1 Million. Siehste? Der Wahnsinn zahlt sich aus. Alles halb so wild gewesen. Alles okay. Chat, werden rote Karten verteilt, ich hoffe nicht an mich. Dann wollten wir, ja. Hier vorne, haben wir mittlerweile genug Baumwolle hier? Ich denke ja. Nee, weil. Eigentlich sollte welche da sein, ne? Wir müssen ja, noch. Mal Ende vom Sommer. Ein Monat noch. Genau, wir sind Anfang Juni, wir warten noch bis Ende Juni. Ich gebe mal Gas hier. Wir könnten aber auch schon. Ich gehe mal kurz auf Maximalgeschwindigkeit. Da unten zu sehen. Die ersten beschweren sich, dass ich einen Großbuchstaben schreibe. Da musst du durch, Matze. Also der andere Matze, tut mir leid. Ja. 27., 28. Juni, 29., 30. und 1. Juli. Na endlich. Schon können wir weitermachen. Und jetzt haben wir hier Baumwolle. Ja, geringe Minusbeträge. Lager füllt sich. Wunderbar. Und jetzt 1,5. Das sollten eigentlich aber 3.000 werden im Gesamtjahr. Ne? Genau. Zweimal 1,5 produzieren wir. Und hier vorne brauchen wir eine weitere Produktionslinie für noch einmal Textilbekleidung. Ne? Einmal kaufen. Und das ist die Textilbekleidung hier. Einmal 1,5. Nee, 6.000 nicht. Wir wollten auch die hier oben einfach ausdehnen können, ne? Mhm. Ich habe noch nicht bestätigt. Aber du brauchst die untere aber trotzdem. Weil? Du brauchst ja doppelt so viel Textilien,
Also doppelt so viel. Stimmt, ich brauche noch mehr Textilien. Das heißt, hier mache ich. Genau, das heißt, ich brauche noch eine für Textil, nicht für Textilkleidung. Und davon brauche ich dann die vollen 3000, stimmt. Die lassen wir hier durchlaufen. Jetzt kannst du dir. Genau, jetzt kannst du die Kleidung auf 3000 setzen. Jetzt haben wir es. Das sind 6000, so machen wir 3000. Jetzt passt es. Also, jawohl. Weil Textilien in Textilkleidung im Verhältnis 2 zu 1 umgewandelt werden. Genau. Ja, läuft doch. Gute. Oh, guck mal, links unten steht, wir würden 2 Millionen Minus machen pro Jahr. Fake Spiel. News. Glaubt nicht Zahlen. Ja, Mathematik ist etwas zum Fühlen. Da darf nicht nur der kalte Verstand ansetzen. Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft muss man mit dem Herzen machen. Ja, mit der Emotion. Muss auf sein Bauchgefühl hören, auf die inneren Werte und die innere Wahrheit, die man in sich spürt. Ja, habe ich gerade schon ganz oft bei jeder meiner Insolvenzen dem Insolvenzberater erklärt. So, hier läuft alles. Wir müssen die Waren noch rüberbringen von hier. Das heißt, wir brauchen eine LKW-Station. Eine LKW-Linie. Die beginnt in Demir. Hier vorne. Und wir starten hier. Da geht es hin. Ich frage mich, ob es Sinn macht, eventuell hierhin weiterzufahren. Aber ich glaube nicht, ne? Doch, es wird sich lohnen. Komm, wir machen das. Wir bringen von hier aus die Textillinie hin und bringen eine kleinere Menge hierhin weiter, ne? Das heißt, wir laden hier ein, Textilien, Baumwolle. Und im Jahr, wie viel waren es? 3000, ne? Genau. Laden die in der Textilfabrik WB's Best Hemd ab. Dann geht es zu der Station hier weiter. Und dafür laden wir hier etwas ein. Hier laden wir etwas aus, ne? Hier wird. Genau, aber es ist eh schon auf Null, ja, genau. Also du hast ja vorher die 3000 ausgeladen. Wie lade ich etwas ein hier? Etwas Neues? Okay. Erstes Produkt auswählen rechts. Achso, Entschuldigung. Also, ich habe nur hier unten hingeguckt. Geguckt. Einmal die Textilien. Die Textilbekleidung einladen. Davon nehmen wir 1,5 mit. Da sind sie. Hier unten hin. Dort ausladen. Hier wird 1,6 angezeigt. Ist egal, irgendein Rundungsfehler. Nee, du musst nur oben den 100 noch aus 0. Aktuell würdest du ja oben noch erstens. Habe ich den gerade gemacht? Das ist Standard. Also sobald du was hinzufügst, schreiben wir 100 rein, weil wir verhindern wollen, dass jemand gar nichts einträgt und dann die Route nichts transportiert. Okay, jetzt passt das. 0, 1, 5, 1, 5, 3, 3, 3. Und nach Abschluss einmal kurz bestätigen. Name noch. Für die Route noch. Noch mehr Kleidung. Einmal bestätigen. Einmal geht's los. Und jetzt brauchen wir wahrscheinlich allerdings auch noch mal mehr LKWs. Ach, wir haben wieder vergessen einzustellen, welche LKWs mitgenommen werden müssen. Das machen wir der Vollständigkeit halber noch mal ganz kurz. Das war die Route. Bum, 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 bum. Noch mehr Kleidung. Und bei den Fahrzeugen, die wir erlauben, nur die. Dann brauchen wir noch ein paar weitere. Wo war nochmal unser Depot? War das das Depot? Ja. Und hier vorne kaufen wir noch ein paar weitere Fahrzeuge dazu. Das Spiel schätzt mal wieder, wie viele wir brauchen. Und wir laden mal... Drei weitere? Vier? Eher vier, ne? Eher vier, ja. Und alles richtig gemacht, ich denke ja, ne? Die werden geliefert und wieder raus. Wunderbar. Sehr schön.
Im Chat wird gefragt, wie ist das bei der Demo? Wird man da ein wenig geführt? Antwort ist ja, Matthias. Genau, also die Demo ist quasi unser Tutorial. Unsere Tutorial-Karte relativ klein, aber eben abgespeckt, damit man auch nicht überwältigt wird gleich von Anfang an. Und hat Steps, die einen ans Spiel ranführen sollen langsam. Da fahren die ersten Fahrzeuge schon rüber. Einlagen, auslagern und weiterfahren. Und das hier vorne, den schauen wir uns auch mal an, was das für einer ist. Mittlerweile ist schon richtig viel los hier. Der fährt auch hin und her. Und bringt Gemüse hier in die nächste Stadt rein. Da sieht man auch die schönen Höhenunterschiede hier besser. Oh, die Windenergie, die Windkraftanlagen hinten, die Windräder, die sind Deko am Kartenrand, ne? Ja, genau, die Stimme am Ende der Karte ist, genau, hat keine Funktion aktuell für den Spieler. Mhm. Fanarop ist bereit, mein Bauchgefühl ans Finanzamt weiterzureichen, danke. Regenbogen meint, dass fürs WB macht sein Maifeuer mit Geldscheinen. Das läuft eigentlich ganz gut hier. Hier hinten gibt es irgendein Problem, oder? Nee, da heißt nur, da darf man keine Stadt gründen. Achso, das bedeutet, das ist der Ort ist im Augenblick geblockt. Das können wir aber manuell wieder entblocken, oder? Das haben wir uns aufgehoben für auch die Early Access Phase, wo es dann noch zwei weitere Währungen geben wird. Und unter anderem eins davon wird werden Favors sein, also ja, wo man sich genau, die man sich erarbeiten kann. Und dann ist die Idee, dass du eben die genau Parameter von der Zone veränderst und vielleicht auch die Stadt dazu bringen kannst, eben nicht in die eigene Zone reinzubauen, weil du da dann später deine Schwerindustrie platzieren willst. Weil wenn eine Stadt in eine Zone reinbaut, kannst du ja keine Industrie mehr bauen. Das heißt, dass du auch da so ein bisschen einfach noch Einfluss nehmen kannst mit deiner Gunst oder deinem Favors eben. Schaut mal, es gäbe in Gigabulle eine Sackgasse, wenn man diese mit der Straße, die zu den Landen führt, müssen die Holz-LKW keinen Umweg fahren. Hier gäbe es eine Sackgasse. Guck mal mit, ob du die findest, bitte. Ich wollte gerade die Züge durchschicken. Ja, ich glaube, es sieht hier nur so aus. Genau, ich glaube, es sieht hier nur so aus, jetzt am rechten unteren Rand. Oder das hier. Das hatte der Übergang dann nicht. Hier könnten die direkt durchfahren. Zum Laden. Das auch. Oh ja. Sehr gut, Akira. Vielen Dank. Okay. Gute Hilfe. Danke dir. Und jetzt schicken wir die ersten Züge los. Die wolltet ihr ja sehen. Mit anderen Worten, wir werden jetzt Züge los. Harara, Karlauer Alarm bei WB. Entschuldigung, hätte ich vorher sagen müssen. Es war tiefst in die unterste Schublade gegriffen. Und dafür brauchen wir auch ein Zugdepot. Das haben wir noch gar nicht, Matze. Also hier haben wir mittlerweile so viele Richtig, genau. Klamotten, dass wir abfahren können. Das Zugdepot setzen wir mal dahinter hin. Das gibt es bei Konstruktion, dann bei den Schienen und dann bei Zugdepot. Das setzen wir mal hier dahinter hin. Dann fahren wir einmal hier durch. Mal bauen über Zeit, bitte. Jetzt ziehen wir noch eine Straßenverbindung, pardon, eine Gleisverbindung hier rüber. Die setzen wir an. Und dann fahren wir hier unten rein. Das geht nicht, da muss ich an der Straße kurz arbeiten. Mhm. Ich denke, dass die Straße zu nah am Anschlusspunkt. Mhm. Aber nicht. Ich pausiere mal kurz, das ist das Einfachste. Wir reißen ein kleines Stückchen hier ab. Und das nochmal neu, bevor Chaos hier entsteht. Sowas mache ich immer bei dieser Art von Spielen gerne im Pausenmodus. Weil ich mal einbilde, ja, dass dann eher, dass da nicht so schnell was schief geht.
Und wir machen das, wir können auch hintenrum, nee, hintenrum ist Unfug. Ich mach mal einen Tunnel oder eine Brücke. Ich mach mal eine Brücke. Brücken sehen hübscher aus. Jetzt willst du es aber wissen. Ja. Einmal hier rüber. Gucken, ob das klappt. Hier runter, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen doch einen Tunnel. Das war Quatsch gerade hier. Oder wir machen erst die Eisenbahn und danach die Straße. Das wird einfacher sein wahrscheinlich, ja. Einmal Eisenbahn bitte. Hier die Verbindung rüber. Jetzt die Straße bitte. Warum einfach, wenn es auch ein bisschen komplizierter geht? Und? Komm ich hier Nico, unten hin? Du musst alles umdrehen. Nee. Ist der Kurvenradius zu eng? Fast, mit anderen Worten nicht. Okay, das war nochmal anders. Gibt es natürlich auch eine Straße. Aber die hilft. Da könnten wir hier hin. Guck mal, was denn hier passiert. Ich glaube, da ist ein Mini-Bug passiert. Ja, ja. Das sieht nicht so perfekt aus, aber das ist eventuell nur ein Fehler in der grafischen Darstellung und wie gesagt, hier Work in Progress. Jetzt habe ich es allerdings schon im Bild gezeigt. Soll ich das mal abreißen und neu bauen? Gerne. Sehr gerne. Das stört auch den Entwickler-Auge, behaupte ich. Ja, Herzinfarkt-Moment. Ah, deshalb nicht. Wir hier mal etwas hoch. Vielleicht klappt sie damit. Ja, nee, nicht ganz. Bin ich wirklich rüber hier. Brauchen wir die Straße überhaupt? Ja, das ist gerade deine wichtigste Straße in die Stadt. Ja, aber die kann ich ja irgendwie anders. Also Brücke sollte ja eigentlich klappen, ne? Einmal höher bitte. Ganz hoch. Jetzt? Ja, jetzt geht's. Das hat jetzt sauber funktioniert. Und jetzt machen wir die Verbindung, also wenn das hier oben schlecht klappt, einfach unten rum. Gehen hier hin. Und? Guck mal, so geht auch, aber das ist Angeberei. Einmal so. Jetzt haben wir alles gemacht. Eisenbahnverbindung funktioniert auch. Perfekt, sieht anders aus, aber es funktioniert. Ja, das waren die einmal einen Umweg hierhin. Na, ist ja egal jetzt. Dann wollen wir einmal die Sachen hier abliefern. Die Zugverbindung können wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen einen Zug kaufen, Matze. Hier vorne im Zugdepot. Genau. Und kaufen. Die beiden stehen zur Auswahl. Wir haben einen kleinen und einen großen. Der größere kann mir mitnehmen und die Kosten pro Stück sind geringer. Der ist allerdings auch langsamer unterwegs. Und der nimmt mit 800, der nimmt mit 1,6. Und wir müssen pro Jahr transportieren an Textilien 1.800. Und wir produzieren 1,5 waren es, ne? 1,5 müssen wir produzieren pro Jahr einmal runter.
Wie würdest du das machen? Also ich würde fast den gleichen Trick von vorhin machen, dass wir das einmal im Jahr liefern und dann den Zug für die anderen drei Quartale sonst frei hätten, wenn du nochmal woanders hinschippern möchtest. Wir müssen erstmal einen Lebensmittelladen bauen, den haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben nur den Baumarkt. Ja. Einmal schnell den Lebensmittelladen bauen. Den Modeladen, genau. Hier vorne hin. Und der wird dann auch vom... Der hier unten, der natürlich. Einmal hier vorne, gegenüberliegende Seite. Das wollte ich gerade nicht. Und da ist der. Einmal über Zeit bauen. Da vorne ist er und der bekommt jetzt die Hemden von oben. Mhm. Langsam wird es Winter. Die Landschaft wird gleich etwas winterlich. Wir müssen 1500 runterliefern. Wir schauen erstmal, ob die eventuell auch eine andere Nachfrage haben. Eine Hemden je nach Jahreszeit. Oder ob die ganzjährig die Klamotten gebraucht werden. Ob die Leute im Sommer nackt rumlaufen, können wir alles uns hier rüber anschauen. Über die Stadt müsstest du gehen. Über die Stadt muss ich gehen, okay. Nee, ganzjährig. Ganzjährig immer gleich viel. Okay. 450 Mode. Das heißt, 1,5 wollten wir liefern. Das heißt, wir sagen einen 5er Zug. Entschuldigung. Hier vorne natürlich. Hatten wir die Linie schon gemacht? Noch nicht, ne? Ich glaube, noch nicht. Nee. Noch nicht. Jetzt starten wir eine. Wir wählen das Zugdepot. Das ist das einzige, das wir haben. Wir müssen 1500 mitnehmen. Wir wollten erstmal kaufen. Entschuldigung, jetzt merke ich gerade, dass der Stream schon... Wie lange läuft? 3,5 Stunden. Ich bin nicht mehr ganz so schnell wie zu Beginn. Ich bitte um Verzeihung. Das kommt, wenn man so lange am Stück spielt. Mathe privat war vermutlich auch nicht. Dann irgendwann dreht es sich im Kopf ein bisschen ein. Also wir kaufen... Der kann 1,6 mitnehmen. Das wäre wieder perfekt. Mhm. Und den liefern wir dann einmal pro Quartal. Daran hattest du gedacht, ne? Das heißt, wir kaufen, einmal im Jahr würde ich machen wieder. Einmal pro Jahr. Dann fährt er ja nur genau einmal, ne? Und da können wir sogar sagen, wir sparen Geld. Ja, das kann man uns noch aufheben. Einmal in 50 Tagen soll er geliefert werden. Komm. Einmal unterschreiben, bitte. Auf deine Verantwortung. Ja. Unterschrift. Leider. Und jetzt können wir schon mal die Linie einrichten. Das heißt, wir haben bislang nur gekauft. Die Linie startet dann im Logistikzentrum, führt runter, hierhin und wieder rauf. Fährt ins Zugdepot, glaube ich, dann. Ne? Mhm, genau. Und dann wieder hier rein und zurück. Weil hier wird dann einmal gewartet. Zug wird gewartet und dabei warten alle anderen auch. Das haben wir jetzt gemacht. Das habe ich aus Versehen zweimal dabei. Logistikzentrum nach Logik Wahnsinn. Dann müssen wir noch die Waren aussuchen. Das heißt, hier vorne laden wir ein die Textilien. Und wir hatten gesagt, ach, wer ist ruhig 1,6. Alle 1,6 einmal runter, bitte. Einmal den Zug voll machen. Und das war's dann. 1,5, wer nur produziert, ist egal. Einmal 1,6. Das war's schon. Jetzt lädst du gerade noch das Falsche ein. Bitte? Jetzt lädst du gerade das Falsche ein, jetzt lädst du das Eingangsprodukt ein und nicht die fertigen Textilprodukte. Das ist das Richtige. Es schaut besser aus. Wie gut, dass wir zwei Augenpaare haben. Und die Uhrzeit eines hilft das, ne? Hilft immens. Jetzt passt aber alles, ne? Genau, das Subdepot noch auswählen und dann sind wir set. Und
einmal bestätigen. Linien haben noch. Wie heißt das Ganze? Das ist die erste Linie, die wir machen, ne? Oder das die zweite? Das ist die erste Zuglinie, ja. Nee, das ist die erste Zuglinie. Mhm. Güterzugkleidung Südwest. Und einmal bestätigen. Jetzt müssen die Züge natürlich erstmal geliefert werden. Ich lasse die Zeit mal durchlaufen. Dann habt ihr eine schöne Zugfahrt gleich. Hallo Andi, Grüße an Jet2 Space und vielen Dank fürs 58. Abo an Andi. Danke Andi. Auch für die treuen Chatmod-Dienste USW. Harrington, danke fürs 41. Abo. Bomber, habe ich dich eben übersehen? Ich glaube ja. Danke an Bomber fürs auch fürs 56. fürs 43. Abo. Und ein Dankeschön an den Smiling Husky fürs 29. Danke euch allen. Ich bin gerade, wenn ich so neue Streams habe, neue Spiele habe und entwickle als Gast auf super auf Spiel fokussiert und bekomme das nicht immer sofort mit. Noch mal keine, da ist das erste da fahren wir. Matze, Achtung hier, Jungfernfahrt. Los. Nein, ich werde nicht nervös. Hier vorne fällt der Zug gerade ein. Go on. Ja. Schöne GP7. Und es ruckelt etwas, weil im Augenblick gespeichert wird. War ein Speichersymbol. Cool. Sehr schön. Liebe Leute, erste Zugfahrt hier. Nach nur 3 Stunden. Ja, wir haben echt sind langsam vorangekommen, haben viel herumexperimentiert. Wir hatten schon mal ein halbstündiges Video gemacht für YouTube. Da hatten wir in 30 Minuten, haben wir glaube ich, also nicht so viel geschafft wie heute, aber mehr, auch nicht mehr gezeigt, kann man auch nicht sagen. Aber alles in konzentrierter gehabt. Ja. Da war aber auch der Fokus auf in 30 Minuten möglichst alles zeigen. Genau. Auch heute entspannter. Schöne Strecke auch. Und ich bin echt überrascht, positiv überrascht, dass das richtig lecker aussieht. Weil das ist bei dieser Art von Spielen, die ja eigentlich Makroelemente haben, nämlich Aufbau haben, auf einer Makroebene keine Selbstverständlichkeit, dass die Grafik auf Mikroebene so cool aussieht wie hier gerade. Das macht schon Spaß zuzugucken. Einmal raufgefahren, einmal Sachen abgeliefert. Ich hoffe, ihr habt alle eure Tickets dabei. Wenn nicht, bitte mal im Chat. Habt ihr alle ein WB-Ticket, bitte mal im Chat vorweisen. YouTube-Leute müssen nicht, ihr fahrt gratis. Aber die auf Twitch, bitte mal WB-Ticket. Danke, Sorcerer. Geht doch. Danke. Da kommen wir gleich oben an. Ah, jetzt kommt die schöne Brückenfahrt hier. Mhm. Nee, das ist die Straßenbrücke da links. Ach, genau, ja, genau. Deine Brücke und die Zugbrücke kommt noch ein bisschen weiter oben. Fürchte, an die musst du auch noch mal kurz rein. Oh, guck dir das hier mal an. Was wir jetzt hier oben erleben werden. Oh lala. Das grenzt an Achterbahnfahren. Bitte alle festhalten. Köpfe einziehen, nicht die Köpfe raus. Ja, einmal rüber. Wir haben die Zonengrenze überschritten, da kommen sogar DDR-Gefühle auf. Einmal wieder runtergerollt. Die Gebietsgrenzen kann man aktivieren und deaktivieren. Das ist nur ein Klick. Die habe ich gerade halt aktiviert. Wird im Chat gefragt. Aber wieder rauf. Einfahrt.
kurz. Okay. Ja, das war hier etwas, da müssen wir noch dran arbeiten. Feintune. Und hier links, das scheint auch etwas mutig zu sein, wie die Sachen in der Luft hängen. Aber Work in Progress steht dick und breit eingeblendet. Mein Notizzettel liegt bereit. Genau. Einmal entladen. Ach, wir haben noch gar keine Busstrecke, die das Zeug abholt hier, ne? Mhm. Schande, Matze. Hör mal, dann gehe ich aber aufs Ganze. Ich baue hier links schnell eine Landwirtschaft hin. Dass da auch noch Waren hingeliefert werden. Jetzt könntest du ja da unten, wo du deine anderen zwei Landwirtschaften schon hast, könntest du ja noch eine neue Farm machen und auch deine Zuglinie nutzen, damit die gar nicht so leer ist. Wohin? Dann kannst du von unten alles nach oben karren. Ach so, ja, ja, hin und zurück. Die ganze Zeit. Alles doppelt und dreifach. Stichwort Globalisierung. Das ist aber gefährlich, Matze. Das ist aber echt kritisch. Also ich habe ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob das hier mit deutschen DIN-Normen und mit Sicherheitsbestimmungen am Bildschirmarbeitsplatz, ob das damit abgesichert ist. Das ist das Ende der Welt. Na hör mal, wir sind vom BMWK gefördert. Das muss nach DIN-Norm sein. Also das ist heftig. Darunter leben übrigens die Reptilien. Und ihr wisst mal wieder im Internet, ich bin Spezialist dafür, euch wissenschaftlich korrekte Sendungen zu liefern. Wir haben mal wieder die Fake News entlarvt, dass die Erde eine Kugel sei. Hier könnt ihr sehen, wie es wirklich ist. Die Erde ist eine Spielkarte bei Industriegigant 4.0. Wir bauen hier vorne eine Landwirtschaft hin, im Schnee und Eis. Hier vorne kommt sie hin. Machen wir auch im Winter einmal verpacktes Gemüse. Unverpacktes Gemüse. Wir brauchen hier vorne in der Stadt wie viel? 2,5 Lebensmittel. Allgemein alle, ne? Nee, in dem Fall schon speziell die unverpackten. Genau. Also nur in der Kategorie Lebensmittel. Also alles wenn klar. Nachher dann zum Beispiel noch Obst gefordert wird, dann wäre hier das stellen, hier stellen wir mal 2,5 her. Einmal unverpacktes Gemüse bitte, 2500 herstellen, ganzjährig, nehmen wir mal 2,6. Und das lassen wir einmal durchlaufen, dann bauen wir noch eine Straßenverbindung. Dort oben rauf, das können wir nachher machen. Erstmal das, machen wir ein eigenes LKW-Depot hier, damit die nicht so lange fahren müssen. Und setzen das mittig hier hin, dass es hierhin hier Waren abholt, in die Stadt reinbringt und da abholt. Sagen wir mal Eingang der Stadt. Da macht man nichts mit falsch. Einmal drehen. LKW-Depot kommt hier hin. Dann bauen wir eine Verbindungsstraße. Einmal rauf bitte. Den hatten wir schon den Baumarkt haben wir, den Modemarkt, hier kommt ein Lebensmittelgeschäft hin. Dann machen wir eine Straße. Geht das? Nein. Bauen wir eine Straße. Gucken, ob das hier funktioniert. Das geht. Haben wir den Hang sachte rauf. Bis zum Lebensmittel, bis zum Bauernhof oben hin. Der Eingang war da vorne. Oh, ich hoffe, da komme ich hin und ich hoffe, ich habe die Felder nicht zu knapp gebaut. Ich mal links lang. Ich habe keine Lust, die Felder abzureißen. Kann man das überhaupt im Nachhinein Felder abreißen? Ja, kriegst du schon wieder weg. Also ganz normal über den Bulldoze-Modus. Ja, sehr schön. Einmal rauf.
Und jetzt, davon ist das LKW-Depot. Wir kaufen wieder Fahrzeuge ein und diesmal mal ein bisschen mehr als sonst. Ich bin ja durchaus lernfähig. Wir kaufen mal von den billigen hier vorne. Ich kaufe mal 6 Stück, komm. Ich hau's mal raus. Ach, acht. 8 Stück. 8 Stück und die werden bitte geliefert alle 20 Tage. Das unterschreibe ich mit dem Namen Matthias Lutz. Ja, Rechnung geht bitte an Matthias Lutz, CO, zu Händen von Don versus Dodo in München. Er bezahlt hier alles für mich. Vielen Dank, Matze, bei der Gelegenheit. Gerne, sehr gerne, sehr gerne. Wissen viele nicht, aber das war tatsächlich kein Scherz. Ich spiele ja mit dem Cheat-Tool der Entwickler. Das alles, was ich an Joy nicht am Ende des Spiels ein Plus habe, dann landet das direkt, wird umgewandelt von virtuellem Geld in echtes Geld. Auf dem Geschäftskonto von Matthias, das wird für die weitere Entwicklung des Spieles genutzt. Habe ich dagegen am Ende rote Zahlen, wird das umgewandelt in rote Echtgeld minus Schulden und wird dementsprechend vom Geschäftskonto runtergezogen. Und deshalb wundert ihr euch vielleicht schon die ganze Zeit, warum Matthias ein bisschen nervös ist bei meinen Sachen, die ich hier mache. Das hat einen praktischen Hintergrund. Er hat im Augenblick 12 Angestellte und fragt sich, wie viele er am Ende des Streams noch weiter hat. Das ist der Hintergrund. Schaut es noch vertretbar aus? Ja. Hier habe ich gerade fleißig gekauft. Und dann, wie viel ist hier vorne schon angekommen? Noch gar nicht, ne? Ich kann ja auch sagen, warum. Erzähl. Ach, wir haben Wir müssen keine. danach das entsprechende Lagermodul bauen. Das Lager nicht gebaut. Wo sind die Waren denn dann verschwunden? Oder sind die Im virtuell zu. Idealfall hat er sie zurückgefahren. Ach, Scheibenkleister. Was hatten wir nochmal hingebracht? Das waren Konsumgüter, ne? Konsumgüter, genau. Matze, wir lassen nach. Der Stream läuft nach seit 3 Stunden und 38 Minuten. Wir lassen beide nach. Jetzt hoffen wir mal, dass die hier reingebeamt worden sind. Der fährt die einmal rauf und runter. Schaut nicht so aus, Matze, gell? du musst Leute feuern. Ja, ich glaube auch, es wird eng. Ja, wird wirklich eng. Hatten wir irgendeinen Zuschauer, wir haben ja 795 Augenpaare im Chat, der oder die selber sagt, ihr müsst noch bauen? Nein. Insofern, wer ist es schuld? Wir oder die Zuschauer? Wir lassen die Zuschauer entscheiden. Schaut mal kurz rein. Wer hat diesen Bock geschossen? Waren wir beide das oder wart ihr das? Bitte nur ehrliche Antworten. Seid ihr alle schuld oder Matze und WB? Bitte nur ehrliche Antworten. Ich war's, schreibt TK. Vielen Dank für den Sündenbock hier. Lebensmittelgeschäft muss auch noch gebaut werden, ein Schritt nach dem anderen. Jetzt bauen wir erstmal hier die LKW-Linie. Wir hoffen mal das Beste. Neue Linie, die startet im Depot, bitte einmal auswählen. Das ist das hier vorne. Und wir starten hier. Textilgeschäft. Was ist das Textilgeschäft von den beiden? Das linke oder das Rechte. rechte? Bitte das rechte? Da, wo der Ja, das ist zu Damenschuh sich erkennen an diesem dreht. modischen Schuh, genau. Okay. Ich weiß Sägespäne und Damenschuhe zu unterscheiden. Das heißt, wir bringen einmal Klamotten hin. So viele wie ankommen. Wir können auch eine Fantasiezahl hinschreiben. Alles, was hinkommt, wird unten hingebracht. Da müssen wir gar nicht groß nachdenken. Einmal schnell bauen. Dann schauen wir mal, ob oben die Landwirtschaft schon funktioniert. Produktion läuft langsam an. Ende des Quartals wird soweit sein. Einmal Lebensmittelgeschäft hier unten hinbauen oder einmal erstmal die Zeit durchlaufen lassen hinter mir. Mittlerweile Mitte April, wenn Ende Juni. Dann können wir Waren hinbringen. Da kommt ein Zug an. Da kommt die Ware Oh, an. da ist dabei. Ach, ein Glück. Happy Guck mal, End. sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Wunderbar. Jetzt werden die Sachen auch schon gebracht. Matze, guck mal hier. Das geht jetzt steil runter, Achtung. Oh lala. Oh lala. Erinnert mich an Park Beyond.
einen Planet Coaster. Oh, das war knapp. Hat aber gerade geklappt. Bei einem Verkehrsunfall. Gibt es Verkehrsunfälle bei euch im Spiel? Noch nicht. Gibt es Naturkatastrophen bei euch im Spiel? Also Naturkatastrophen jetzt im großen Ausmaß nicht. Also es wird auch keine Zerstörung geben, jetzt im Gebäude kaputt gehen. Aber es ist natürlich Teil der globalen, der Global Events. Also wenn du irgendwo eine Dürreperiode sowas hast, Das wirkt sich natürlich schon auf die ganze Karte aus. Gibt es irgendwann so ein Riesen, wie heißt nochmal diese riesigen japanischen Horrorfilm-Echsen? Gorgonzola heißen die. Kann es sein, dass irgendwann ein Gorgonzola durch die Landschaft stapft? Ein riesenhafter. Ein Godzilla meinst du? Ja, den meinte ich doch. Habe ich doch gerade auch gesagt. Jetzt habe ich Hunger, weil du Gorgonzola erwähnt hast. Das klappt auf jeden Fall. Das haben wir hinbekommen. Und jetzt sollten wir mittlerweile, ich gebe einmal noch schneller bis Ende Juni, Lebensmittelgeschäft auch noch bauen, bitte. Ein kleines hier vorne hin. Wir haben Plusmatze. Der Laden brummt. Wie kriegen es hin? Absolut. Gab es irgendeinen Moment des Zweifels im Laufe dieses Abends, wo du dir gedacht hast, na, vielleicht? Wie ehrlich soll ich sein bei dieser Antwort? Ich bin natürlich sehr ähnlich. Ich habe nie an dir gezweifelt. Danke dir. Ein Lebensmittelgeschäft hier hin. Jetzt eine Route. Wir haben Anfang Juni. Ich gehe kurz auf maximale Spielgeschwindigkeit. Die Katastrophenidee kommt im Chat gut an, stelle ich fest. Mhm. Auch schon drüber geschielt. Also ich würde mir etwas größere Felder wünschen irgendwie. So von der Optik her. Da bist du nicht alleine. Ich hatte irgendein... Nein, also... Ja? Ja, nee, also die Felder werden wir auch definitiv nochmal angehen im Early Access. Ich hatte vor ein paar Tagen irgendein Spiel gespielt, die hatten auch so kleine Felder. Was war denn das? Ich hatte mit euch zusammen von Pat Citadelum hatte ich gestern gespielt. Mhm. Gestern oder vorgestern? Vorgestern. City Builder von Abilight Studios und Publisher aus Spanien. Die hatten auch Spiele in der römischen Antike, so ganz kleine Felder auch. Stimmt, das war's. Vorgestern, ja. So, alles gut hier. Und jetzt haben wir haben schon Juli. Matze, guck mal. Ja, und die müssen wir schnell verkaufen. 600, jawohl. Nicht, dass sie dir noch verderben. Eine Linie. Einrichten. Neue Linie bitte. Mittlerweile bauen wir auch etwas schneller. Oder ich baue etwas schneller. LKW-Depot ist das hier unten. Haltestelle da oben starten wir. Straße hatten wir gebaut. Hier unten geht's hin. Wir laden ein. Unverpacktes Gemüse. Und da das der einzige Abnehmer ist, so viel wie geht, müssen wir nicht laut nachdenken. Jetzt sollte auch der erste hier schon mal losfahren. Da ist er. Und holt jetzt das gute Zeug ab. Ja, mittlerweile, kurz vor 11. Ihr hört es ein bisschen meiner Stimme. Ich bin leicht erkältet und deshalb hören wir so langsam auf. Weil ich habe Schiss, dass meine Stimme nicht weiter mitmacht in den nächsten Tagen. Deshalb hören wir jetzt leider so langsam aus. Danke an Sarkasmus, danke fürs 41. Abo. Lieben Dank an Matthias. Wir machen einen zweiten Stream mit ebenfalls eurer internen Arbeitsversion, die bis dahin schon das ein oder andere Update noch bekommt. Das heißt, den Work in Progress, den die Entwickler von Don vs. Dodo haben, werdet ihr miterleben in einer zweiteiligen kleinen Streamreihe. Und der nächste Stream wird sein am kommenden Donnerstag. Das ist der 24. Oktober, glaube ich. Ich glaube, das ist der richtige Tag. Matze nickt auch. Und ganz genau.
Und auf YouTube kurz der Hinweis, ihr habt ja mitbekommen, der heutige Stream ist aufgeteilt worden in 3 Einstunden-Videos. Und alle sind vor diesem Stream schon veröffentlicht worden. Das heißt, wenn ihr reingeht in den Stream, vielleicht wenn ihr dabei sein wollt, werdet ihr nicht gespoilert. Wir spielen dann eine andere Karte, und zwar eine größere. Heute haben wir uns so ein bisschen gemeinsam eingespielt, ein paar Basics erklärt, ein paar müde Scherze gemacht und ein paar interessante Fehlerchen produziert. Und wir wollen auf höherem Level spielen, auf einer größeren Karte und eventuell auch etwas zügiger gemeinsam am kommenden Donnerstag. Matze ist wieder mit dabei, freut mich sehr. Und ihr werdet dann auch beobachten können, wie in kleinen Steps, binnen von 5 Tagen, das Spiel noch ein bisschen besser wird. Bin mal gespannt, Matze hat sich ein paar Sachen aufgeschrieben. Ohne euch konkret was versprechen zu wollen, bin mal gespannt, was da passiert. Ja? Steam-Link auf die Steam-Shop-Seite, auf Twitch gepostet, oben angepinnt. Wir machen dann gleich noch gemeinsame Raid. Auf YouTube hier drunter in der Textbeschreibung. Es gibt eine Demo, die könnt ihr euch runterladen. Da könnt ihr diese Map nicht spielen. Auch nicht die, die wir am Donnerstag spielen in der Steam-Demo. Aber eine Tutorial-Map, die abgespeckt ist, klein, mit wenigen Dingen, die man endlos lange weiterspielen kann. Es gibt nur begrenzt viele Features halt. Und die könnt ihr, wenn ihr wollt, selber schon mal spielen. Spiel startet in Kürze auch in den Early Access. Und auf Steam kann man das Spiel auch wishlisten. Dann bekommt man für lau Infos zum Spiel, kann auch der Seite followen. Dann verschafft man den Entwicklern auch Sichtbarkeit fürs Spiel, ohne dass es selber einen irgendwas kostet. Matthias, lieben Dank, dass du dabei warst. Im Chat und von Misch Grüße ans ganze Team. War ein sehr schöner Abend, hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und freue mich schon sehr auf den nächsten gemeinsamen Stream hier. Vielen, vielen Dank auch nochmal, dass ich heute wieder dabei sein dürfte, und ich freue mich auch aufs nächste Mal.